Hallo und herzlich willkommen zu eurer Abendbotschaft und natürlich auch zu eurer Tagesbotschaft für morgen. So, wir schauen mal rein, was heute Abend vielleicht für uns nochmal wichtig sein wird. Ja, Rahzel mit den Mysterien, ja, und Zartkehl mit der Erleuchtung. Also wirklich eine schöne, helle, leuchtende, kraftvolle Energie, die heute uns erfüllen wird. Das finde ich schon mal richtig schön. Und wie wird der Tag denn morgen werden, ja? Also es ist ja immer so ein bisschen, der Dienstag immer ein bisschen ein stressiger Tag. Das weiß ich. Und deshalb freuen wir uns mal auf den Mittwoch. Der ist normalerweise immer etwas kommunikativer als das andere. Wir gehen über in das Licht. Also wirklich, wir nehmen die Erleuchtung mit. Ein bisschen Chaos, ein bisschen Konflikt ist allerdings vorprogrammiert. Da sollen wir auf unsere innere Stimme hören und da entsprechend positiv sein. So, dann schauen wir uns natürlich an, was für die einzelnen Zeichen noch so wichtig ist. Wollte gerade sagen, wo sind sie da? Sind sie die Karten für die Feuerzeichen? Widder, Löwe und Schütze, ja. Da wird eine Frau im beruflichen Umfeld wichtig. Das kann das berufliche Umfeld von ihr oder von dir sein, ja. Aber auf jeden Fall kommt hier ein wichtiger Hinweis für die Feuerzeichen, für die Erdzeichen. Stier, Jungfrau, Steinbock, es zeigen sich Komplikationen ein bisschen in Sachen Liebe. Also hier müssen wir ein bisschen das Augenmerk einfach drauf haben, dass wir auch nicht so viel Eifersucht entwickeln. So, oh, heiße Liebe und das Safe, der Joker fast schon für die Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermann. Romantisch, heißes Date, aber auch Möglichkeit des Zugewinns sind da. Und innerhalb der Partnerschaften gibt es neue Fahrt, wir nehmen neue Fahrt auf, wenn wir zu den Wasserzeichen gehören. Da geht es also ganz klar in eine gute Perspektive. Auch der Vorschlag einer Unternehmung wird hier kommen für Krebs, Skorpion und Fische. Ja, von meiner Seite erstmal alles, alles Gute. Mucho, mucho amor.